Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 1 hier im Maxis DLC. Wir haben die Welle gerade geschafft gehabt, beziehungsweise gestern ja noch schnell geschafft gehabt mit Sledge und haben an die Waffen gedacht, beziehungsweise der liebe Zero hat das getan, der ist natürlich auch wieder dabei. Hallo! Und wir gehen dann gleich in die nächste Runde, oder? Ja, würde ich sagen. Das war jetzt Runde 3 sogar, ne? Nee, Runde 2. Echt? Nee, Runde 3? Runde 2. Beim ersten Mal haben wir es vergessen, die Waffen aufzusammeln. Ja, und das war jetzt Runde 2. Und jetzt kommt Runde 3. Spieler und Gegner bewegen sich schneller. Das ist doch das, was ich die ganze Zeit gesagt krass, habe. Krass, krass. Krass. Echt wie so ein Hoppelhäschen. Ja, das ist meine Geschwindigkeit, wenn ich jemanden treffe. Ich will jetzt nicht wissen, wie Dingens hier jetzt abgeht bei dir. Beim Walk. Wie schnell die alle sind. So, soll ich mal meinen Power Boost und meinen Walk? Ist das überhaupt noch steuerbar? Ja. So. Ich will natürlich die ganzen Kills bekommen. Was soll ich denn jetzt gerade sagen? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. So. Was kommt als nächstes? Ich bin bereit. Oh, yeah. Hast du eine Combat Rifle? Oh nein, das habe ich doch noch. Nein. Oh Mann. Ich habe die falsche Waffe gedacht. Ich habe an die falsche Waffe gedacht. Okay. Naja, gut. Was soll's. Ich mach sie auch so fertig. Hast du eine Combat Rifle? Nee, ich habe auch nur eine SMG. Ich habe ja irgendwann auf SMG umgeswitcht. Weißt du, was ich cool finden würde? Wenn es bei Borderlands noch so Haustiere oder Pets geben würde. Das wäre cool. Gibt's nicht. Ja, aber es wäre cool. Wieso wäre das cool? Naja, wenn du so einen Skack oder sowas hättest, was auf einen anderen zuläuft und den voll angreift. Das ist ja kein MMORPG, außerdem bist du ziemlich tot. Nö, ich lebe. Ja, mit 2 AP. Ja und? Reicht? Außerdem, wer sagt hier 2 AP? Ich bin schon wieder fast voll. SMGs bewirken höheren ja, Schaden. Ja, das wollte ich doch. Das wollte ich doch. Naja, nicht so ganz einfach. Jetzt schmelzen wir dann mal die Gegner. Aber seitdem wir Maxis Arena gemacht haben, habe ich noch keine neue SMG. Gleichfalls. Ich glaube, dafür müssen wir schon im zweiten Spielstand. Ja. Und wir da bessere Waffen bekommen können. Ja, denke ich auch. Aber den machen wir nicht erst. Oh, schon vorbei. Das war leicht die Welle. Ja, die Welle ist auf uns zugelaufen gekommen, natürlich. Ja, ja. Damit unsere beiden SMGs. So, 2 Wellen noch. Badass? Gegner haben stärkere Schilde und das bei der Badass-Runde, Alter. Ja, wir hatten schon mal einen Ausfall der Badass-Runde. Okay, da hinten ist so ein abartig starker, heimtückischer. Na, hau ich gerade drauf. So, der ist weg. Down ist er. Brauch mal kurz meinen Turm. Weil sonst bin ich gleich weg. Kurz mal ein bisschen aufladen. Welle abgeschlossen? Ja, anscheinend. What the hell? Ist irgendwie ein bisschen weniger geworden, oder? War viel weniger. Sind wir etwa auch schon zu stark für Maxi hier? Nee, die sind ja alle auf unserem Level. Ja gut, stimmt. So, wer kommt denn da raus? Ach, den kennen wir doch. Das war doch der mit der Pistole, der so komisch geschossen hat, ne? Ja.
Was? Nein? Wer klaut? Nee, wer ist das? Weiß ich gar nicht. Oh, auf jeden Fall hat der eine eine Alienwaffe. Ach, ich weiß wieder. Ah, es war da, wo wir die Alienwaffe im Grundland besessen haben, glaube ich. Autsch. Leide unter meiner Macht. Okay, nimm das. Alter, wie viel denn noch? Boah. Meine Güte. So, Waffen. Ah, Waffen. Eine Sniper, 544 Schaden. Habe ich jetzt spontan gesehen, was gut ist. Oder halbwegs gut ist. Und das war's. Ich bin jetzt auch da. Wäre nur eine Sniper gewesen. Nichts Großartiges. Yay! Yeah. Oh, wer kennt's jetzt nicht? Du bist tougher, als ich dachte. Oh, 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 das wird aber noch knapp, Tau. Das wird aber noch knapp. Hammer. Oh, wie aufregend. Noch eine Runde. Noch eine Runde? Ja, klar, letzte Runde. Ach so, ja, vier Runden immer, ne? Gegner spawnen mit besseren Waffen. Hm. Schade, dass sie sie nicht droppen. Schön wär's. Baby, 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 du schlägst dich so gut. Ich kann jetzt nicht aufhören. Nächste Welle. Starterwelle. Ich wusste gar nicht, dass sie so heißt. Ich sehe gar keinen. Wir sind alle hier unten. Es geht, ach hier. Hatte ich auch schon mal. Dass man da oben steht und denkt, wo sind die Gegner hin? Ich will auch kurz mal abkratzen, aber... Das ist mir Wumpe! Nein, ich bin nicht mehr rechtzeitig gekommen. Den Kill wollte ich noch haben. Leben! Seh nichts mehr! Highspeed! Yay! Wie ein kleines Häschen, wie ein kleines Häschen. Und jetzt ist es Zeit für die Gunwelle! Die Gunwelle! Yay! Ich steck schon wieder fest. Ja, ich bin wieder frei. Alter, wie schnell sie sind! Ich bin gleich tot! LOL! Schaffst du es wieder auf die Beine? Ich glaube nicht. Nee, weil er sich hinter einer Mauer versteckt. Ich hab 9 Leben, ich hab 9 Leben. Scheiße. Nein. Okay. Geht das hin? Geht das hin? Guck mir einfach über die Schulter und sieh zu, wie ich deine Kills knacke. Ne, ich kann ja noch mitschießen, aber... Ach, von oben kannst du immer noch mitschießen? Ja, ja. Komm, den letzten prügel ich. Damn! Komm her! Wenn wir jetzt verlieren, lach ich. Vor allem, es war ein Heimtücker-Schau und ich wollte ihn schlagen. So, kommst du runter? Ja. Ju, bin wieder da. Miau. Miau. Ein Paradies für Leben. Gegner sind treffsicherer. Ist ja keine Badass-Welle. Ah, ne, ist Welle 3 hier, ne? Ja, ja. Okay. Vor allem, sie sind treffsicherer und da kommt die Hordenwelle. Das bringt's auch irgendwie, ne? Ja, sie können dich halt sicherer schlagen. Ja, das ist schon mal gut für die. Ja.
So, jetzt kommt aber die Badass-Welle. Das ist sehr gut möglich, ja. Was kriegen wir? Was kriegen wir? Alle Gegner erleiden weniger Schaden. Oh mein Gott. Oh. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Nicht nur ein bisschen. Oh Gott, vor mir feuert einer. Nein. Ich spring runter. Tschüss. Oh Gott. Da haben wir eine Granate durchgeworfen. Die sind alle oben. Nein! Kannst du ihn noch holen? Ich versuch mein Bestes, aber der ist. Ach so gut. Er ist gerade auf den Zug gestimmt gekommen. Ja. Das war's? Das war's. Wo war denn hier ein Badass? Weiß nicht. Keine Ahnung. Gut. Der Boss. Ja, der Boss erleidet weniger Schaden. Dunkelst dich. Oh, gut. Das heißt, du musst ein länger draufhalten. Hier ist einer, der ist nicht unterzukriegen. Hier ist seine königliche Hoheit, King Wiwi. Oh nein, nicht der kleine Schnelle. What the fuck, der nimmt ja gar keinen Schaden. Der leidet überhaupt keinen Schaden. Jetzt erstmal die Großen machen. Ja, bin ich auch dabei. Oh Gott. So, jetzt der Kleine. Alter. Der dreht da durch. Wir lieben das. Wo läuft er hin? Alter. Meine Güte, ey. Der Kleine steckt ganz schön was ein. Alien-Waffe mit 1100 irgendwas Schaden. Okay. Soll ich da bekommen alles? Die Alien-Waffe war am besten, ne? Ja, eine Glasmod hast du auch noch bekommen, eine lila, ne? Yes. Ha, ein geholt. Ja, hallo. Hat mich sogar sowieso gewundert, dass ich einmal kurz über dir war. Das Mod für Sirene. Pistolen bewirken höheren Schaden als alle anderen Waffen. Gegner haben stärkere Schilde. Ja, gut. Schön für deine Pistole. Ich hab keine Pistole. Alle werden abgeschmetzelt. Ich habe auch kein Leben. Du bist schon tot. Wir sind alle schon wieder bei dir oben. Nein! Oh Mann! Wollte ich ein bisschen leben, Alter. Meins. Mann. Meins. Da hinten. Es fliegt runter. Nein. Es fliegt nicht runter. Oh Gott. Oh, beim anderen bin ich nicht hingekommen. Kritische Treffer fügen keinen Schaden zu. Ach du Kacke. Was ist denn das? Ja gut. Das ist nur eine Gunwelle. Hier haben wir kein Leben. Jetzt ist gar keiner oben. Das hast du davon, Tau. Bin ich gestorben. Weil du mein Leben geklaut hast. Alter Schwede, ey. Hammer, ey.
Da merkt man schon, was man so kritisch mit dem Faust machen kann, ne? Ja. Boah. Ach man, ich bin jetzt zum dritten Mal schon gestorben. Oh Gott. Hoffentlich geht das weg mit dem kritischen. Hoffentlich. Das wäre schön. Ich sehe kein bisschen Leben. Ich auch nicht. Nein, das bleibt drin. Alle Gegner allein weniger Schaden. Oh krass. Machst du einfach noch schwerer, los. Alter. Okay. Oh. Aber es ist nur die Hornbände, alles gut. Sind alle bei dir. Alle. Wir sind heimtückische Wahnsinnige, die sind so scheiße zu treffen. Weil die auch noch mehr erleiden, mehr Schaden erleiden können. Oh. Ich bin sehr froh, dass das nicht in der Battlesnail gekommen ist. Ja, das stimmt. Holy shit. Da oben sind noch mehr. Nein! Boah. So, Badass Welle. Ich bin gespannt, ob das bleibt. Ich hoffe nicht. Ja, es ist wieder kein bisschen Leben. Ich sehe ein Leben. Guck. Ja, sonst hätte ich gesagt, komm mal zu mir. Ja, genau. Ja, viel Spaß, Zero. Das ist eine Badass-Welle auch noch. Na, kommt her, Jungs. Dafür brennen sie alle. Oh, ich bin auch nicht tot. Kurz mich auch. Ran. Also ich werde es nicht schaffen, Zero. Okay. Oh. Definitiv, ich bin gleich tot. Alter. Wirklich in letzter Sekunde. Hinter dir stand die ganze Zeit einer, ne? Oh, ey, das ist ein bisschen zu hart für mich. So, das kackt hier noch. Dann müssen wir es geschafft haben, ne? Alter. Haben mehr. Also ich muss sagen, Runde 5 geht ab. Ja, das stimmt. So. Und es bleibt. Es bleibt. Naja, immerhin Elementarschaden haben wir. Hätte schlimmer kommen können. Und Crit. Keine Gnade mit unserem nächsten Boss, Mr. Ninetoes. Ninetoes war auch so fies, ne? Es war einer der ersten. Ja, aber. Er hat seine Skaks dabei, das waren die Fiesen. Die nehmen gar keinen Schaden. Weiter aus, stirb. Yeah. Dankeschön. Ja, ich brauch dich, sonst krieg ich den noch nie down. Ach, Waffen. Weit weg, ganz ehrlich, das ist zu weit weg.
Ja, für dich ist das viel zu weit weg, genau, weil du sie alle eingesammelt hast und ich jetzt hier bin. Ich bin voll. Nimm ich sie jetzt. Oh. Mann, bin beeindruckt. Dieses offizielle Zertifikat wird Zero One-Up verliehen, beziehungsweise Tau, für ausgezeichnete Leistungen in The Gully. Der Träger erhält plus ein Badass-Level, was auch immer das bedeuten mag. Tja. Aber du bist heute nicht ausgefunden. Ja, doch, ich wüsste es in Borderlands 2. Ja. Da steht es ganz oft drin, aber leider ja. Nicht in Borderlands. Wirklich. Ja, lieber Zero, gibt es noch eine weitere Tür jetzt? Ich glaube, das war's. Nein, guck mal hier. Oh. 4, 5 und 6. Alter. Alter, geile Nummer. Geile Nummer, Alter. Ist das krass. Ja, cool. So, wollen wir noch einen machen oder wollen wir ins nächste DLC und die letzten zum Schluss aufbewahren? Ich weiß es nicht. Bin mir da so unsicher. Wir reden gleich in der Aufnahmepause und ich verabschiede mich dann schon mal mit dem wunderschönen Blick auf Zero, auf die Köpfe, die da, auf die Leute, die hier eingegraben sind. Das ist sicher jetzt erst. Und mit den drei Arenen, die wir mit einmal ja, gefunden haben. Ich bin mal gespannt, ob es danach nochmal drei gibt, aber das glaube ich kaum. Naja, wer weiß, gut. Wer weiß. Gut, dann wir sehen wir uns dann morgen. Genau, dann bis morgen. Tschüss. Tschüss.